Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn eigentlich das Besondere an Business-Fotografie und was unterscheidet Business-Fotografie von normaler Fotografie eigentlich? Und technisch ist das gar kein großer Unterschied. Natürlich, klar, da wird ein Foto gemacht, aber der Grund, warum ein Foto gemacht wird, ist in der Regel ein komplett anderer. Da liegt nämlich immer ein Business-Need dahinter. Das heißt, es gibt einen bestimmten Business-Grund, ein Foto zu machen. Das heißt, ich schieße entweder für eine Webseite oder um ein Event zu dokumentieren oder ich mache Bilder, um die hinterher in Social Media zu verwenden. Und jeder dieser einzelnen Gründe bedeutet natürlich für das Foto auch, dass man da anders herangeht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Office-Umgebungen fotografiere oder Meeting-Situationen, dann sind das natürlich Bilder, die ich in der Regel zum Beispiel für eine Webseite verwende, um eine Imagebroschüre zu machen oder solche Dinge. Wenn ich Porträts fotografiere, dann kommt es darauf an, einen authentischen Menschen zu zeigen, so wie er eben ist. Das soll aber trotzdem vertrauenserweckend und, sagen wir mal, businessmäßig sein. Dann ist es so, dass ein Businessfotograf natürlich wissen möchte, was ihr eigentlich macht mit eurer Firma. Das ist für die Bilder nämlich wichtig. Seid ihr unterwegs in irgendwelchen karitativen Zwecken? Macht ihr Tierschutz, Umweltschutz, weiß der Geier was? Seid ihr ein Industrieunternehmen? Seid ihr in der IT oder in der Forschung? Bilder für eine Arztpraxis sehen anders aus als die Bilder für ein Industrieunternehmen aus der IT zum Beispiel. Natürlich ist das so. Mein Name ist Marc Kujat, ich bin Fotograf und mir gehört die MQ Agency. Wir sind spezialisiert auf Medien und Kommunikation für Businesskunden.